Ein Weihnachtsgeschenk für die Prinzessin. Eine Königin und ein König haben ein einziges Kind gehabt. Ein Mädchen. Man hat gesagt, es sei das schönste Kind vom ganzen Land. Es hat blonde Locken gehabt, blaue Augen und wunderbare Kleider. Aber das Kind war auch das traurigste Kind vom ganzen Land. Noch nie in seinem Leben hat das Kind gelacht oder auch nur ein lustiges Gesicht gemacht. Natürlich hat das Mädchen alle Spielsachen gehabt, die es nur gibt. Jedes Jahr hat es Berge von Geburtstagsgeschenken bekommen und auch ganze Berge von Weihnachtsgeschenken. 3 Spielzimmer waren voll von Spielzeugstellen. Und die Gestelle sind übervoll von Spielsachen. Aber gespielt hat das Kind gleich nicht. Mit rein gar nichts. Die Königin hat zum König gesagt, ja, es hat einfach nicht das Rechte zum Spielen. Aber ich finde beim besten Willen nichts mehr Neues. Ja, sie hat schon im Sommer an die Weihnacht gedacht und studiert, was sie ihrem traurigen kleinen Mädchen auch schenken können. Plötzlich hat der König gesagt, oh, ich weiss etwas Gutes. Er hat laut gerufen. Hört, meine Dienerinnen und Diener, ihr müsst mir helfen, dass unsere Kleinprinzessin endlich ein gutes Weihnachtsgeschenk überkommt. Schaut da das Plakat. Das müsst ihr jetzt in allen Städten und in allen Dörfern, an allen Kirchen und an allen Schulhäusern aufhängen. Dienerinnen und Diener vom König haben gefolgt. Und natürlich haben sie das Plakat, das sie aufhängen mussten, selber auch gelesen. Zuoberst auf der Seite hat sie ganz grosse Buchstaben geheissen. Hilfe für die traurige Prinzessin. Und darunter war geschrieben, wer mit einem Weihnachtsgeschenk die Prinzessin zum Lachen bringen kann, darf an Weihnachten in den Königspalast kommen. Alle Geschenke bitte 12 Tage vor Weihnachten abgeben. 12 Tage vor der Weihnacht sind die Leute aus allen Städten und Dörfern gekommen. Sie haben sich Mühe gegeben und haben fest geschafft für die Weihnachtsgeschenke für die Prinzessin. Also sie haben lustige Kasperli-Figuren gebastelt. Sie haben weiche Schlafbäbi gebürzt. Sie haben Spielkarten gemalt, selber Bücher geschrieben und gezeichnet. Alles ganz fantastische Geschenke. Alles haben sie selber gemacht. Was man in den Läden kaufen kann, das kennt sie ja schon. Vor dem Palast draussen hat es einen ganzen Berg von Geschenken gegeben. 10 Diener mussten der Prinzessin beim Auspacken helfen. Die Prinzessin hat gestaunet und geschaut und immer wieder gestaunet. Sie hat die Geschenke genau angeschaut und mit ihrer kleinen Hand sogar gestreichelt. Sie hat mit ihrem blonden Lockenkopf genickt und freundlich geschaut, aber gelacht. Gelacht hat sie nicht. Nicht einmal ein lustiges Gesicht hat sie gemacht. Sie hat alle die Geschenke auf den Stegen vor dem Palast schön aufgestellt. Alle nebeneinander. Man hat alle können sehen. Vor dem Palast draussen ist es kalt geworden. Es war schon fast dunkel, wo die traurige Prinzessin die letzten Päckchen ausgepackt hat. Auf dem grossen Platz vor dem Palast hat es aber immer noch ganzen Haufen Kinder gehabt. Sie haben die Prinzessin anschauen und sie haben auch das wunderbare Seidenkleid von der Nähe gesehen und die vielen Geschenke auf den Stegen vor dem Palast. Alle haben gewartet und gesagt, ja, jetzt tut sie dann sicher lachen. Jetzt tut sie dann sicher lachen. Sie hat einen rosaroten Frosch gehabt, wo hat können singen. Oder einen ganz dicken Glon, wo man hat können aufziehen und dann hat er so gewackelt. Aber nichts hat die Prinzessin lustig gedacht. Sie hat und hat einfach nicht gelacht. Sie hat den Frosch und den Glon einfach neben die anderen Geschenke auf die Stege gestellt. Ich habe noch ein Geschenk! Ich habe noch ein Geschenk! Hat jetzt ein kleines Mädchen mit schwarzen Kruselhaaren gekreiert. Es hat mit beiden Händen gewunken. Es hat fast keine Schnauf mehr gehabt und hat langsam gesagt,
Ich habe halt wie müssen laufen und bin erst gerade jetzt in die Stadt gekommen. Ja, wo hast du denn dein Geschenk? Haben die Leute gefragt. Deine Hände sind ja leer. Ein Geheimnis. Ich sage es nicht. Das Mädchen mit den schwarzen Kruselhaaren hat gelacht. Mach Platz. Lass mich führen zu der Prinzessin. Prinzessin, wart auf mich! Hat es laut gerufen. Und wirklich? Die kleine, blonde Prinzessin mit ihrem hellblauen Seidenkleid ist auf den Stegen stehen geblieben. Hat sich umgetrüllt und hat auf das Mädchen mit den schwarzen Kruselhaaren gewartet. Alle haben gespannt vorgeschaut. Sicher etwa 1000 Augen. Und sie haben gesehen, wie das Mädchen, wo immer noch fast keinen Schnauf hatte, zu der Prinzessin herangerannt ist und die Prinzessin ganz fest an sich herangedrückt hat. Ja, was hat jetzt das Mädchen der Prinzessin geschenkt? Haben die Leute gefragt. Die hinten gestanden sind, hätten gerne etwas gesehen und haben vorgedrückt. Ja, was ist es für ein Geschenk? Was ist es? Haben alle gefragt. Nur die Kinder, die das allervorderst waren, die haben es gesehen. Ein Kuss. Das Mädchen hat der Prinzessin einen Kuss gegeben. Ein Kuss? Zmitzt auf der Nasenspitze. Ein Kuss! Ein Kuss! Die Kinder haben laut gelacht. Und dann haben auch die grossen Leute gelacht, die auf dem grossen Platz vor dem Palast gewartet haben. Sie haben sich geschüttelt vor Lachen und haben zueinander gesagt, ein komisches Weihnachtsgeschenk. Einfach so, natürlich ohne Päckchen Papier und ohne ein Bändchen. Und erst, als alle Leute fertig gelacht haben, haben sie gemerkt, dass auch die Prinzessin gelacht hat. Es war zwar schon fast dunkel, und trotzdem, zoberst auf den Stegen hat man die Prinzessin mit den blonden Locken und das Mädchen mit den schwarzen Kruselhaaren gesehen stehen. Sie haben sich fest an den Händen gehalten und sie haben, ja, sie haben beide gelacht. Daraufhin hat die Prinzessin angefangen, alle ihre Geschenke zu verteilen. Alle Kinder auf dem grossen Platz haben ein Weihnachtsgeschenk von der Prinzessin bekommen. Am Schluss war die ganze Stege leer. Und die beiden Mädchen sind im Palast verschwunden.